الحمد لله. Es will jemand zum Islam konvertieren, sobald man den Islam erkennt, alle Sünden verziehen. Alhamdulillah. Und das ist der Weg, Brüder. Das ist der Weg. Alhamdulillah, die Brüder, die ihn heute mitgebracht haben. Alhamdulillah. Und ihr müsst euch freuen für jemanden, den Allah subhanahu wa ta'ala liebt und von der Hölle retten will. Alhamdulillah. Das ist ein Zeichen, dass Allah, der allmächtige Gott, die Bezeugung ist ganz einfach. Man bezeugt von ganzem Herzen. Ashhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Das heißt, ihr Lenker, Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums, der allmächtige Gott, mit er ist derjenige, der angebetet wird. Wir beten nicht Mohammed an, wir beten kein Grab an, kein Baum an, wir beten nicht Jesus an. Jesus ist ein Gesandter Gottes, ein Diener Gottes. Wenn wir sagen, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, dann glauben wir auch damit an alle Propheten, die gesandt wurden, was der Prophet berichtet, der in dem Koran steht. Und dass das Allahs ist. Und wir wissen, dass wir Allah so dienen müssen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wir wissen, dass das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, eine Offenbarung von Allah ist. Und wir wissen, dass dies eine Offenbarung von Allah ist, weil er spricht mit Inspiration von Gott. Deswegen, du sagst das einfach, Alhamdulillah, danach bist du zum Islam übergetreten, inshallah. Ich spreche das vor auf Arabisch, danach sagen wir es nochmal auf Deutsch, damit du das auch nochmal richtig verstehst. Und wir sagen es erst auf Deutsch und dann sagen wir es nochmal. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Ich bezeuge, dass niemand wird angebetet außer Allah. Also ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Ich bezeuge, dass niemand wird angebetet außer Allah. Das Recht hat. Das Recht hat. Ja, ja, ist kein Problem. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Ich bezeuge, dass wird niemand rechtlich ausgebetet als Allah. Angebetet aus. Ja, ist kein Problem. Also wir machen das nochmal. Ja, der Bruder ist natürlich auch nervös, so viele Leute sind immer rum. Ja. Wir machen das einfach nochmal zusammen, weil klar, man ist jetzt nervös. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat. Dass niemand das Recht hat. Angebetet zu werden. Angebetet zu werden. Außer Allah. Außer Allah. Und ich bezeuge. Und ich bezeuge. Dass Mohammed. Dass Mohammed. Sein Diener und Gesandter ist. Sein Diener und Gesandter ist. Jetzt sagen wir das nochmal auf Arabisch. Ashhadu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah rasulullah Allahu akbar.